Da wird gerade Wodka Martini geschüttelt übrigens. Nicht gerührt, wohlgemerkt, dass das Geräusch auffällt. Benjamin ist ein großer James-Bond-Fan. Das ist noch nichts Besonderes, das sind wir hier alle. Er hat aber einen Film darüber gedreht, dass er ein großer James-Bond-Fan ist. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen nachher. Ja. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und ich darf gerne begrüßen Julia Nikschick und Marc Röhlig, die auch ein extravagantes Hobby haben. Die reisen nämlich beide gern und speziell Bond-Drehorte haben es ihnen angetan. Und da werden wir nachher mal ein paar Fotos zeigen. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Da hat uns dann der Concierge erzählt, wir waren dann eben auch im Chief Nivas für ein paar Tage und dann haben wir den Concierge gefragt, ob er uns die Suite, wo gedreht wurde, auch mal zeigen könnte. Und dann hat er erzählt, dass also die Suite, wenn sie gedreht haben, auch gleichzeitig das Zimmer von Roger Moore gewesen sei, wo er genächtigt hat. Weil was sie ich mir aber nicht ernsthaft vorstellen kann. Aber wenn er das so das war wirklich aber er war im Chief Nivas. Ja, aber es war ja, ganz ruhig, dass quasi die Koffer morgens beiseite gepackt wurden. Wurde quasi geklopft. Roger einmal raus, auch. Ist zur Zeit zum Drehen, Bett gemacht auf. Und dann mit dem Mädchen. Das war ich, James. Der Urheber all deiner Schmerzen. Also für mich war Christoph Waltz als Bösewicht primär überhaupt nicht gefährlich. Ich hatte vor ihm keine Angst, weder als Person noch als Filmfigur. Auch wenn ich mich jetzt in die Rolle von Bond versetze, ich hätte vor ihm als der Bösewicht überhaupt keine Angst. Und ihr müsst unbedingt erzählen, wie der Kinobesuch in Kairo ist, als ihr Spectre gesehen hat. Das ist der Knaller. Ja, also das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Odyssee, weil es fing schon damit an, dass der offizielle Release quasi des Kinofilms ja offiziell, also weltweit bekannt wurde und wir ins Kino gekommen sind und gefragt haben, läuft er denn dann auch ab November hier? Ja, so Gott will, läuft er dann bei uns. Also ihr wisst nicht, ob nächste Woche der Film hier läuft. Nein, das wissen wir noch nicht. Ja, ganz viele Muslime halt eine Gebets-App auf dem Handy und die geht dann halt immer, wenn es Zeit fürs nächste Gebet ist, es gibt fünf am Tag, geht das an. Und du willst ja nicht den Gebetsruf unterbrechen, das wäre ja Gotteslästerung. Ich weiß gar nicht, welche Szene war. Also sprich, 30 Handys tingeln, man hört diesen Gebetston. Und man hört dann 3-4 Minuten lang parallel zum Film den Gebetsruf. Oh Gott, super. Ich bin hier raus. Ich hole euch hier raus, ich verspreche dir. Das Einzige, was mich wirklich auch überzeugt hat, waren die Darsteller, die haben mir gut gefallen. Ja, ich fand, dass David Cross eigentlich nicht der Richtige für die Rolle war. Ja, fand's nicht. Weil der ist ja eigentlich mehr so der nette Junge von jedem Leben an in seinen Filmen. Und ich hätte mir mehr so einen Frederick Lau oder so in die Richtung jemanden okay, gewünscht. Ja. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Aber es würde sowieso 4 Jahre dauern, bis mich eine andere bemannte Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Also, angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Auch die Filmmusik ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Der Soundtrack besteht ja aus einem Haufen Disco-Fieber-Hits aus den 60er Jahren. Ja, genau. Weil die Leiterin der Mission halt ein Faible für diese Musik hatte und deshalb, dass der einzige Soundtrack ist, den er dort hat in der Einsamkeit. Er hasst ihn. Aber das ist ja eine schöne Reminiszenz eigentlich an die Anfänge der Raumfahrt. Alle Lieder, die wir dort hören, sind die Lieder, die die echten Astronauten gehört haben, als sie das erste Mal hochgeschossen wurden in den 60er Jahren. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.